Moin moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Am vergangenen Mittwoch wurde an der Kampener Wattseite ein vermeintlicher Blindgänger entdeckt. Im Rathauspark in Westerland sind noch bis September Skulpturen des Bildhauers Christoph Fischer zu sehen. Die Straßenbauarbeiten im Herzen Westerlands können noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Das neue Clubhaus des Surfclub Sylt auf der Westerländer Promenade ist fast fertiggestellt. Am Samstag fand der große Inselmarsch aller Sylter Feuerwehren statt. Und am Sonntag feierte das neue Wonnemeyer Restaurant am Lister Weststrand seine Eröffnung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Ein vermeintlicher Bombenfund hielt am Mittwochnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Kampen und die Polizei in Atem im Wattenmeer, ziemlich nahe am teuersten Haus der Welt in Kampen. Dem Waterküken wurde ein bombenähnlicher Gegenstand am Strand im Sand entdeckt. Der Bereich wurde unverzüglich weiträumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst traf gegen 19 Uhr auf Sylt ein und konnte dann aber recht schnell Entwarnung geben. Keine Weltkriegsbombe, sondern eine alte, runde, glatte Holzbuhne wurde vom Kampfmittelräumdienst freigelegt. Der starke Ostwind in der letzten Zeit hatte den Fund wohl angespült. Der Einsatz wurde ohne Zwischenfälle und zeitnah beendet. Der Rathauspark in Westerland wird bis Ende September zum Kunstpark. Vier Skulpturen des Worpsweder Bildhauers Christoph Fischer sind auf dem Rasen zu finden und wollen von den Passanten entdeckt werden. Das zentrale Thema seiner Arbeiten sind Boote und Fische. Parallel zur Skulpturenausstellung im Park sind in der benachbarten Stadtgalerie noch bis zum 27. Mai Bilder des Malers Ulf Meyer alias Wachsmut und kleinere Objekte von Christoph Fischer zu sehen. Die beiden Künstler sind eng befreundet. Endspurt bei den groß angelegten Straßenbauarbeiten im Herzen Westerlands. Noch in diesem Monat werden die Baumaßnahmen an der L24 beendet. Am Donnerstag liefen noch die finalen Asphaltierungsarbeiten in den Straßeneinmündungen am Bahnhof. In den Tagen zuvor wurde der Straßenabschnitt Kleine Trift bis zum Bahnweg asphaltiert. Der gesamte Bereich zwischen dem Industrieweg über die St. Nikolaistraße bis hin zur Kreuzung Kirchenweg werden die Geh- und Radwege verbreitert und teilweise barrierearm gestaltet. Zu Pfingsten rollt die nächste große Urlauberwelle und bis dahin dürften wohl die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich so gut wie abgeschlossen sein. Der Surfclub Sylt baut seit einiger Zeit ein neues Clubhaus auf der Westerländer Promenade, das komplett aus Spenden finanziert wird. Eigentlich sollte die Fertigstellung schneller vorangetrieben werden, da aber alles in ehrenamtlicher Arbeit und selber gemacht wird und die notwendigen Handwerker auf Sylt momentan an anderen Baustellen gebunden sind, verzögert sich die Fertigstellung etwas nach hinten. Markus Mager, der Vorsitzende des Surfclub Sylt, nutzte den Freitag Nachmittag dazu, der Öffentlichkeit und den Spendern aufzuzeigen, was schon alles geschafft wurde und wie weit das Projekt vorangeschritten ist. Wir haben bis jetzt bekommen an Geldspenden 224.051,56 €. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Also da sind wir auch echt stolz drauf. Und sagen jetzt schon mal ein riesen Dankeschön. Dann haben wir an Sach- und Arbeitsspenden, die bis jetzt geleistet worden sind, von 39.930 €, sind zusammen bis jetzt, was geleistet worden ist, und Geldspenden sind 263.981 €.
Der komplette Bau mit allem Drum und Dran ist mit 360.000 Euro veranschlagt. Rund 100.000 Euro werden also noch gebraucht. Die Sanitäranlagen müssen noch fertiggestellt werden. Im Clubraum fehlt eine kleine Küche. Der Boden und die Wände müssen gestaltet werden. Im Untergeschoss können allerdings schon seit geraumer Zeit die Surfboards gelagert werden. Die Kinder und Jugendlichen müssen ihre Bretter also nicht mehr aufwendig transportieren. Spender ab 250 Euro werden auf diesem schönen Surfboard verewigt. Spender ab 750 Euro bekommen ihren Platz auf einer großen Spendentafel. Die laufenden Kosten können von den Beiträgen der 160 Mitglieder gedeckt werden. Große Unterstützung bekommt der Club nach wie vor von der Gemeinde Sylt und vom ISTS. Alle Infos rund um den Surfclub Sylt, den Spendenaufruf und die kommenden Events finden Sie auf der Homepage des Clubs. Einmal im Jahr findet auf Sylt der sogenannte Inselmarsch der Sylter Feuerwehren statt. Ausrichter war diesmal die Freiwillige Feuerwehr Westerland. 9 von 10 insularen Wehren nahmen daran teil. Auch mit dabei waren die 4 Jugendfeuerwehren und die ganz neu gegründete Eichsumer Kinderfeuerwehr. Die Kids waren natürlich ganz besonders stolz darauf, am Wettkampf der Wehren teilnehmen zu dürfen. Seit 1984 kämpfen die Wehrfrauen und Männer einmal im Jahr um den Sieg beim Inselmarsch. Es gilt, eine Strecke zu marschieren, bis 10 Kilometer darf sie lang sein und bis zu 10 Stationen, wo man dann Geschicklichkeitsspiele macht. Und da wollen wir heute die beste Feuerwehr ermitteln. Einmal im Jugendfeuerwehrbereich, die Kinderfeuerwehr ist die einzige, die hat ihren Spaß dabei, wird auch geehrt. Und bei den Aktiven wollen wir gucken, wer da heute die Besseren sind. Westerland hat ein ehrgeiziges Ziel. Die wollen versuchen, den Hattrick zu machen. In den letzten paar Jahren haben die Feuerwehr Westerland diesen Marsch gewonnen. Jede Feuerwehr bekam ihren Laufplan mit den verschiedenen Anlaufstationen, die sich am Samstag alle in Altwesterland befanden. Und dann ging's los. Neben feuerwehrtypischen Aufgaben wie einen Löschangriff aufzubauen, mussten die Wehrleute auch zu Nadel und Faden greifen, ihre Merkfähigkeit zeigen, Jenga mit dem Spreizer spielen und das alles unter Zeitdruck. Denn welche Feuerwehr die Aufgaben am schnellsten bewältigte, bekam die meisten Punkte. Die Erste Hilfe nahm sowohl bei den Jugendfeuerwehren als auch bei den Aktiven einen großen Raum ein, denn im Einsatz muss jeder Handgriff bei den lebensrettenden Sofortmaßnahmen sitzen. Rund 4 Stunden dauerte der Inselmarsch und am Ende schaffte die Freiwillige Feuerwehr Westerland den Hattrick und holte sich den ersten Platz. Bei den Jugendwehren siegte ebenfalls die Wehr aus Westerland. Die Freiwillige Feuerwehr Eichsum wurde 2. Sieger und Rantum holte sich den 3. Platz. Bei den Jugendfeuerwehren wurde die Lister 2. und die Hörnummer belegte den 3. Platz. Am Sonntag feierte das neue Wonnemeyer-Restaurant in der Lister Weststrandhalle seine Eröffnung. Die Gastgeber Britta und Rüdiger begrüßten viele Freunde und Weggefährten. Neben dem Wonnemeyer am Strand in Wenning steht, ist das nun der 2. Standort auf Sylt. Seit März ist schon geöffnet und das ist doch ein toller Auftakt für das 20-jährige Jubiläum, das Wonnemeyer in diesem Jahr feiert. Bei Traumwetter genossen die zahlreichen Gäste am Sonntag die tolle Atmosphäre auf der neuen Terrasse, die von 3 Seiten den Blick auf die Dünen freigibt und viel Sonne zu bieten hat. Von innen zeigt sich die Location völlig neu gestaltet, licht und hell, in freundlichen Farben eingerichtet. In der Mitte dominiert ein toller, großer Familientisch das Bild. Ein schöner Platz am Meer, nur einen Katzensprung vom Flutsaum entfernt. Ein Kiosk ist ebenfalls am Start. Die Strandversorgung im Sommer ist also gesichert. Entdecken Sie die 4 Sylter Museen des Söllring vor Inning am Internationalen Museumstag am 21. Mai. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos, die Vogelkoje in Kampen, der Denghoog in Wenningstedt, das Altfriesische Haus und das Heimatmuseum in Keitum öffnen ihre Türen und geben spannende Einblicke in die insulare Vergangenheit.
Von 11 bis 17 Uhr haben die Museen geöffnet. In den Kaitumer Einrichtungen wird den Besuchern ein buntes Programm geboten, mit Führungen durch die Häuser, Mitmachaktionen für Groß und Klein, der Trachtengruppe, Kaffee und Kuchen